Hallo zusammen, ich bin der Kevin Luginger, ich spiele beim FC Leverkusen. Ich bin der Fabian Mettke, ich spiele auch beim FC Leverkusen. Und wir tippen jetzt mal den 5. Spieltag der Bezirksliga. Erstes Spiel, Heiligenhauser SV gegen Eintracht Hohenkeppel. Ja, Hohenkeppel ist gut gestartet, also eine sehr starke Mannschaft. Ich schätze mal ein 3-1 für Hohenkeppel. Ja, das hört sich gut an. Zweiter Spiel, Spielvereinigung Porz gegen Viktoria Köln. Ja, Viktoria ist nicht so gut gestartet, aber letztes Spiel gewonnen. Ich denke, das gewinnen sie auch, 3-0. Frielingsdorf gegen DSK Köln, das wird ein 1-1. SV Neubrück, Rhein-Süd-Köln, ja, ist schwer. Neubrück, letztes Spiel 8-1 verloren. Bisschen Unruhe im Verein, ich denke mal. Aber ich glaube an sie, ich denke, tippe mal ein 3-0 für Neubrück. SV Berzdorf gegen VfR Wipperfürth. Ja, ist alles drin. Ich schätze ein 2-1 für Berzdorf. Ja, vorletztes Spiel der SV Weiden gegen den TuS Lindlar. Ja, ich tippe mal ein 2-2. Schönes. Ne, jetzt kommt das vorletzte. Ja. SC Borussia Lindenthal-Hohenlind gegen SV Westhofen-Ensen. Westhofen braucht auch wieder Punkte. Ein 0-1. Ja, zu guter Letzt unser Spiel gegen den FC Hürth 2. Hürth stark gestartet. Ja, wir die letzten beiden Spiele gewonnen. Schwierig, schwierig. Aber ich tippe auf ein 3-1 für uns. Ja, das wär's. Vielen Dank.